Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Last Chaos. Wir müssten jetzt exakt Folge 90 sein, wenn ich es richtig berechnet habe. Mich regen diese 0,5, 0,2 etc. Folgen auf. Ich will das aber eigentlich nur nicht machen, damit ich Bastis Folgen nicht so übelst überhole und etc. Ne? Boah, wie kann ich in 12 Sekunden zweimal etc. sagen? Bisschen mies, oder? Naja, wir sehen hier unten, oh, Notice, es ist was verkauft. Ja, einmal die drei Random Booster, sehr schön. Allerdings nicht nur das ist jetzt im Schreier gewesen, sondern boom, da könnt ihr mal sehen, was noch so im Schreier ist. Ich habe, es gibt dieses, jeden Tag gibt es bei LC USA neue Angebote, bla bla bla. Und heute waren im Angebot 10 Stück für 400 Cash, 10 Devil Rune Ores. Und ein Devil Rune Ore kostet eigentlich 60 Millionen. Allerdings habe ich keinen Bock, endlos zu warten, deshalb habe ich einfach mal für 50 reingestellt. Und wenn die weggehen, haben wir ungefähr schon eine Milliarde. Dann nochmal die Greatest HP MP Boost Potions, hatten wir ja 4 Stück, habe ich auch nochmal 2 Stück für 260 reingestellt, die sind 300 Millionen wert, dann den Rune of Protection, 30 Millionen, wenn das alles weggeht, haben wir nochmal ungefähr, haben wir insgesamt ungefähr 2 Milliarden und somit können wir uns dann auch eine neue Waffe und Rüssi kaufen. Muss ich dann nur mal ein bisschen länger am Marktplatz rumsuchen, weil hier im Marktschreier gibt es für Schurken, wasch, irgendwie kaum 100, oh, Handschuhe. Wir können ja mal eine kaufen und loopen. Ist das wert, für 6 Millionen einen zu kaufen? Keine Ahnung. Einen Hut haben wir ja schon. Okay, 117er Hut. Ja, das bringt uns jetzt nichts mehr. Den haben wir ja. Aber so viel war gestern gar nicht drin. Muss ich mal dazu sagen. Plus 7er Hut, ja. Das war alles gestern nicht drin, ohne Scheiß. Hier, Y4 haben wir gestern auch gedroppt. Wir hammerharten Kerle hier, ne? Und bevor ich das jetzt vergesse, ne? Ich, eiskalt, sehe da unten Geschenk, klicke drauf. Gifts received, spule runter oder scrolle runter, Schnappi und Gurkensalat. Ihr seid ab, mir fehlen die Worte, absoluter Hammer. Wie kann man, das sind 400 Cash, ne? Mir fehlen wirklich die Worte. Danke. Drittes plus 28 Raffi. Moment, das siehst du gleich. Moment, Gurkensalat. Oh, wie süß, ein Kuss. Und dann noch, also natürlich auch ein Danke an Jelenia, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, für die Big Skill Pill, das natürlich auch, haben wir noch gerade drin, die hauen wir danach rein, wenn es abgelaufen ist. Ich glaube, drittes Raffi ist ein bisschen übertrieben, untertrieben, viertes und insgesamt eigentlich schon das fünfte, weil wir eins schon verwendet haben. Mir fehlen wirklich die Worte, ihr seid die geilsten Fans, die man sich überhaupt vorstellen kann, ohne Scheiß jetzt. Bevor ich hier gleich umkippe vor Freude, mache ich lieber mal irgendwas anderes. Sonst, Alter, das ist wirklich Hammer von euch. Ohne Scheiß. Mir fehlen wirklich die Worte. Das. Geil. Also nochmal ein dickes Danke an jeden, der mir was schickt und irgendwie im Let's Play was dazu beiträgt. Das ist wirklich mega affengeil. Und da will ich jetzt eigentlich nicht mehr drüber weiter reden, sonst verplemmen wir hier 15 Minuten, wie ich Danke sage, weil ich da nicht mehr aus diesem Wortlaut rauskomme. Aber trotzdem nochmal Dankeschön. Naja, wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt 99,98%. Somit machen wir einen Mob mal schnell und dann haben wir Level 113. Und somit machen wir dann neue Quests. Haben wir dann wieder neue Quests freigeschaltet. Sehr schön, sehr schön. Und ich muss mal mit Basti abklären, wie ich das dann mache. Weil wir wollen ja natürlich, wir machen natürlich Let's Play Together weiter. Allerdings können wir halt nicht mehr mit der gleichen Folgenanzahl, weil, keine Ahnung, da müsste er halt übelst mal aufholen. Und mit dem Level ist es auch ein bisschen mies jetzt. Achso, ja, ich hau jetzt kein. Shout Soul We One Together. Yeah. Yes, XD. Also ich hau jetzt extra kein plus 28 Raffi drauf, weil ich jetzt nur eine Folge aufnehmen werde und heute werde ich nicht so viel aufnehmen. Ich hau die dann drauf, wenn ich richtig viel Zeit habe. Ich habe ja Ferien, da in diese 4 Raffis kann ich dann schön in Ferien verteilen. Vielleicht kommt noch mehr dazu, man weiß es ja nicht, wenn ihr seid einfach so geile Fans, dass man eigentlich gar nicht überhaupt nichts weiß, was wann kommt und dann ist. Ja, wirklich, mir fehlen die Worte. Wir sind jetzt Level. Nicht ab. Oh, sehr schön. Machen wir halt noch einen Mob. Zack, mit dem Gildenbuff und dann hauen wir hier drauf. Zack. Ach so, nee. Ich hau mir lieber nicht die Angriffsdinger rein davon. Ach so, doch mal ganz kurz. Ich hatte davon 80 gestern oder sowas und Philipp hat mir natürlich mal wieder 50 geschenkt. Erst hat er so gefragt, sind Event-EPs am handelbar? Habe ich so gesagt, keine Ahnung, ich glaube nicht, aber können wir mal ausprobieren. Wollte er mir 50 EP-Sam geben, durchs Starterpaket, schätze ich mal. Allerdings ging das nicht, hatte mir irgendwie 50 Large Attack Potion einfach so gegeben. Das muss ich auch mal Danke sagen, Philipp, du bist der Beste.
Ich sollte eigentlich einen Text vorlesen, den er mir geschrieben hat, mit einem Kuss-Smiley und sowas, bla bla bla, aber das will ich gerade eigentlich gar nicht, weil ich nicht weiß, was das für ein Text war. Nimm es mir bitte nicht zu übel, Philipp. Vielleicht kann ich es ja am Ende nochmal als Outtake oder sowas vorlesen, wer weiß. Und wir sind jetzt Level 113. So, jetzt müssen wir auf die Karte gucken. Haben wir hier neue Quests in Straya oder nur neue Quests in Nairat? Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall sind wir jetzt Level 113 und damit haben wir schon sozusagen eine neue Epoche erreicht. Von Spaß. Die Quests sind da alle verschwunden. Achso, nee, doch nicht. Sah eben so aus, weil das nicht geleuchtet hat. Hier ist keine neue und das ist auch eine alte. Okay. Dann gucken wir nochmal rum. Ich habe nicht in der Questliste nachgeguckt, aber irgendwas gibt es mit 113 neu. Auf jeden Fall in Nairat. Ich will nochmal gucken, ob es hier irgendwas Neues gibt. Nein. Nein. HGW. Achso, eigentlich sind die neuesten dann immer ganz oben, schätze ich mal, oder? Und nicht wundern. Ah ja, hier haben wir irgendeine neue Quest. Das muss da sein, weil und so. Nein. Armor Trader. Nein. Und die letzte Quest. Nein. So, ja, zumindest, es kann sein, dass eine neue gekommen ist, aber die ist dann mit so einer Unendlich-Quest da. Wie heißt das? Die man immer wiederholen kann. Die will ich ja nicht machen, weil die bringen halt ein bisschen wenig. Hier zumindest ein Straya. Manche Quests geben 3 Milliarden und die geben 60 Millionen. 60 Millionen, wenn man das so... Wenn man darüber nachdenkt, das ist ja auch mal natürlich Hammer, aber man braucht ja auch gerade... Wie viele Milliarden brauchen wir gerade? Das bringt einfach 0,1% oder sowas, würde ich jetzt schätzen. Können wir gleich mal gucken, wie viele Milliarden EP wir brauchen. Wenn 60 Milliarden sind und wir nur 60 Millionen kriegen, sind es 0,1%. Mit einer Lilie wären es dann 0,3%. Das ist aber trotzdem... Hier, 61 Milliarden brauchen wir. Ist jetzt nicht der Rede wert, diese Quests. Von daher machen wir sie auch erstmal nicht. Wir werden jetzt erstmal hier schön mit der Rolle Nairat, oder besser gesagt, wir werden das Tor von Nairat hier erstmal besser abspeichern. Nicht mehr mit den Punkten, mit den Initialien, III, sondern, Moment, Tore von Nairat. Voll geil, wa? Ja, Toref. Oh Mann, Tore von Nairat. So. Sehr schön. Oder das Tor von Neurath. Na egal. Nehmen wir es halt so. Und ich hoffe, das ist nicht allzu laut, wenn ich auf meinen Tasten tippe. Das Mikro ist genau über den, über der Tastatur. Sonst kann ich es nirgends anders hinstellen. Von daher. Ich kann es ja auch da hinten irgendwie in die Ecke stellen, aber das würde euch nichts bringen, weil ihr euch mich dann gar nicht mehr hören würdet beim Zocken und Aufnehmen. Von daher, ja. Haben wir hier eine neue Quest. Da müssen wir eine neue haben. Ja, die unendlich wiederholende Quest. Und. Keine Quest. Aber da haben wir noch zwei Quests auf der Karte. Oh, ich dachte gerade schon. Sehr schön. Da gehen wir jetzt mal hin. Und, ach so, ja, habe ich das jetzt schon erzählt am Anfang oder nicht? Ich werde mir die Rüstung kaufen und nicht versuchen zu droppen. Denn ihr habt ja gesehen, ich kann nicht zwei Folgen damit verbringen. Ich habe gestern zwei Folgen damit verbracht, zum Beispiel, dass ich mir eine Rüstung versucht habe zu droppen. Und dabei kam eine Schurkensache raus. Und die eine Schurkensache war auch noch Y4, nicht mal Eva. Wenn ich das so machen will, dann würde ich damit 100 Folgen verschwenden. Also nicht, dass ich zu faul bin zu droppen. Eventuell könnte ich es auch offline, offscreen machen oder sowas. Destroy 5 Ranging Tools. Das ist auch so eine wiederholende Quest, ne? Ja. Also entweder mache ich das offline ohne euch. Also offscreen, sagen wir so, nicht offline. Oder ich mache... Moment, haben wir nicht irgendwas gespeichert? Kamira. Ist näher dran. Oder was ist ein III gewesen? Ach, egal, keine Ahnung. Wir porten jetzt zu diesem Kamira-Spot. Spot, ne? Spot. Und dann werden wir mal gucken, wie wir weiter vorgehen. Zack. Theoretisch müssen wir hier links schneller sein. Na, hatte ich ja viel genommen. Paul, du nimmst wirklich die größten Abkürzungen, die es gibt. Mensch, ich bin stolz auf dich. Wir rennen sogar ein bisschen zurück. Oh, wie geil du bist einfach nur, Paul. Oh, ich schwärme richtig von dir. Ne, in dieser Folge werden wir wahrscheinlich nicht sehr viel schaffen. Zumal ich nicht den 28er Raffi draufhauen will. Und zumal ich nicht die Quests eigentlich ohne Lilie machen will, aber für die Lilie, ich würde nur eine Lilie reinhauen, wenn ich einen 28er auf die drauf haben würde. Das heißt, mal sehen, wann ich dann nachher, ja, wann ich die Quests dann mache. Ich schätze mal, ich hole mir die Quests ab, muss mal sehen, vielleicht kommen wir da noch ein bisschen durch Nairat drin, wer weiß. Hier rechts sind diese Sorcerer und so. Und ja, hier werden wir auch eine Folge lang oder... zwei Folgen, keine Ahnung, mit einem PS-Set und mit einer Lilie durchklatschen. Natürlich mit einem plus 28er Raffi.
Und da werden wir dann schön. Ich glaube, wir kriegen 400 SP pro Mob. Das heißt, mit PSZ kriegen wir 1 FP und 2000 SP. Noch mehr. Also, ja. Also, wir kriegen 1,2 FP pro Mob dann. Und ihr habt ja gesehen, wie geil das ging. Dann haben wir, kriegen wir da auch bestimmt in einer Stunde 50% oder sowas. Und ich würde mal sagen, das machen wir auf jeden Fall. Da kann auch keiner sagen, dass wir das nicht machen. Ich mach das halt. Und ja, mir wurde schon öfter gesagt, die Quest sollte man erst im späteren Level machen, weil man dann halt später. Weil man später halt schwerer leveln kann. Aber ja, jetzt habe ich schon die sehr viele Quests gemacht und jetzt werde ich die auch jetzt immer machen, wenn ich sie auf dem Level kriege. Manche sagen, das ist nicht so schlimm, manche sagen, das ist ziemlich schlimm, manche meckern dann auch, manche sagen, scheiß drauf, manche sagen einfach, ja. Eigentlich habe ich jetzt scheiß gesagt, was manche sagen. Aber egal, wir holen uns jetzt diese Quest ab. Wir werden mal ein bisschen noch. Oder warte, machen wir das dann? Moment, ich muss kurz überlegen, ob ich das schon sagen kann oder ob ich dann was vorwegnehme. Ich sag's erstmal nicht. Hier haben wir eine Quest. Jetzt will ich erstmal wissen, was das für eine Quest ist. Wie eine unendlich wiederholbare Quest. Nein. 12 Goblin Warriors und 6 Goblin Fighter. Die sind hier oben rechts, oder? Hier waren die doch. Sehr schön. Okay. Okay, Freunde. Wir werden zwar jetzt schon die Aufnahme beenden, euch ist vielleicht aufgefallen, dass die letzten Videos immer so 11 Minuten, 10 Minuten waren. Es ging einfach, es sind ja 0,2 und sowas Parts gewesen. Und die will ich nicht eigentlich so lang machen. Es sollen ja nicht die richtigen Parts sein. Der 89er war zwar sehr kurz, dafür entschuldige ich mich. Das ist der 90er, ah shit, bin erst bei 12 Minuten. Aber vielleicht habt ihr ja mitgekriegt, ich lade so viel hoch in letzter Zeit und dann ist es hoffentlich nicht allzu schlimm, wenn die Parts ein bisschen kürzer sind. Naja, ihr habt mitgekriegt, in dieser Folge ist wirklich gar nichts passiert, außer dass wir ein Level abgemacht haben, das heißt 0,02% und dass wir ein bisschen die Quest abgeholt haben. Allerdings werden wir jetzt Wladimir hier Goblins speichern. Goblins. Ich werde offscreen ein bisschen auf dem Marktplatz rumsuchen, ob es irgendwo eine Rüssi gibt. Ich werde jetzt nach McDonald's fahren, mir schön Chicken McNuggets reinpfeifen und einen Cheeseburger und dann mal sehen, ob ich heute Abend noch Zeit habe für ein +28er Raffi, hier die Quest durchklatschen und etc. Jetzt habe ich hier schon eine Minute rumgestanden und nichts gemacht. Hammer geile Folge, wirklich. Also nicht zu böse nehmen, dass diese Folge jetzt wirklich nicht so viel passiert ist. In der nächsten geht's dann richtig runter. Tschüss.